Willkommen zurück zu Splatoon. Heute wieder mal mit dem Thema: Ich will der Allerbeste sein, wie keiner vor mir war. Bum, bum, bum. Ganz allein fang ich seh mir die Ränge, das ist klar. Und damit, nach dieser kleinen musikalischen Einlage, hallo und herzlich willkommen zurück zum Rode 2S. Bei mir, euer Feuerstachele. Und mal wieder in Operation Goldfisch hier auf dem Schollensiedlum. Ja, es ist die Schollensiedlung. Oder dem Halberthafen. Okay, wenn den niemand haben will, dann schnapp ich den mir eben. Habe ich kein Problem mit. Oder kein großes zumindest. Ich meine, ich werde zwar gleich wieder erledigt, aber hey. Noch ist noch nichts geschehen. Okay, komm, 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 komm. Vorschwimmen, vorschwimmen, vorschwimmen. Kill den mal bitte, kill den mal bitte. Dankeschön. Ihr seid die Besten. Und stimm mal bitte kurz vor. Dann kann ich hier nämlich sonst hier halbwegs gute Arbeit machen. Hast du, hast du, hast du, hast du. Oh, du bist der Beste, du bist der Beste, du bist der Beste. Und eingelochtiger. Wow, okay, sorry, gerade war das ein bisschen eine adrenalingeladene Sache, aber hey, wir haben es nur gerissen, unglaublich. Egal, wer gerade den Tinti dann von euch hatte, Friend, du hast es echt drauf gehabt. Der hat genau gewusst, was ich brauchte. Ich glaube, es war der Level 50er auf Platz 1 mit dieser 96 Gallon Deko. Nice Job, man. Und nach dem Start in den Part würde ich sagen, kann hier eigentlich nichts passieren, was mir wieder die Stimmung versauen sollte oder könnte. So, Freunde. Wir legen gleich weiter los. Die meisten in der aktuellen Lobby befinden sich schon auf Rang A+. Hat es auch was damit zusammen zu tun, dass wir hier gerade eben so gut durchstürmen konnten? Vielleicht hat das Matchmaking, was ja aktuell nicht wirklich auf die Ränge geht, sondern eher auf die Waffen, uns ja zusammen mit den ganzen A+ in eine Lobby gepackt, beziehungsweise in ein Team. Wäre auf jeden Fall schon mal ziemlich geil und dann würde ich sagen, wechsle ich jetzt auch die Lobby nicht mehr allzu bald. Weil wir können vielleicht jedes Match so schnell gewinnen. Okay, komm, Geister. Ja, okay, die waren zu zweit, da habe ich was riskiert gehabt. War nicht ganz so schlau. Oh, warte, kann es sein, dass der 96 Gallen Deko mit dem Tintan, der uns letztens so gut geholfen hatte, jetzt im gegnerischen Team ist? Och nö, komm. Freund, warum nimmst du jetzt schon Abschied von mir? Wir haben uns doch gerade eben erst kennengelernt und ich habe dich richtig angefangen zu mögen. Naja, egal. Dann sind wir eben diesmal wieder Feinde. Okay, komm, schnappen, schnappen, schnappen. Und weg, 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 weg. Rüber zum Gegner. Okay, weg mit dir. Und möglichst weg mit dir. Oh, da vorne ist er. Hab ich ihn? Ja, ich hab ihn. Kommt noch wer, da kommt noch wer. Freunde, wo seid ihr? Kommt vor zu mir. Ich will hier nicht sterben. Okay, da ist einer. Gut. Fährt mir mal kurz hier einen Weg ein, da kann ich hier nach vorne schwimmen. Ah, der versteht sofort, was ich will. Ihr seid die Besten. Na, schade. Was hatte der für eine Waffe? Eine 96er. Okay, das war der, der uns mit dem Tinitan geholfen hatte. Kein Wunder, dass er uns jetzt killt. Was, der hat dreimal Angriffs plus drauf? Hey, warum das, was hat er denn als Sekundärwaffe? Weil ich könnte mir nur vorstellen, dass er damit die Sekundärwaffe boosten wollte. Weil auf die Hauptwaffen wirken sich so viel Angriffsplus eigentlich nie so richtig aus. Oder zumindest fast gar nicht. Okay, ah, zu viel gejumpt, sorry. Hat er schon ganz gut gemacht. Der hatte fast gar keine Werte auf Tintentoleranz. Warum hat er da eine Level 1er Klamotte draufgepackt? Okay, nicht hinterfragen. Wir sind hier immer noch ganz gut in Führung. Das ist eigentlich nur vorteilhaft, wenn er so eine Klamotte anhat. Komm, 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 komm. Ich komme auf der Seite und ich hab die alles um. Vorne ist wer. Okay, komm, komm, kill. Perfekt. Und vor, 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 vor. Hier hoch. Ja, zumindest haben wir es halbwegs eingefärbt und wir haben's. Was habe ich gerade eben für ein Team am Start? Ey, ihr seid die Besten. Mua. Falls ihr jemals Deutsch lernen solltet, die Japaner, kommt zu mir auf den Kanal und schaut euch das hier an. Ich will euch einfach nur sowas von loben. Ey, ihr seid die Besten. Ich habe das perfekte Team erwischt. Yes! Die meisten sagen ja, Japaner sind voll doof. Aber hey, das sind gute Japaner. Und die sind am wichtigsten bei mir im Team. Yay! Noch zwei Matches und wir haben eigentlich dann den nächsten Rangaufstieg. Was meint ihr? Können wir die im Part noch erreichen? Ich weiß nicht, wenn die wieder so schnell vorbeigehen, könnte ich eigentlich noch zwei weitere reinpacken. Wer weiß. Okay, wieder auf dem Halberthafen. Ich weiß nicht, ist es eigentlich am besten, wenn wir direkt auf die Goldfischkanone draufgehen oder soll ich mich diesmal von hinten anschleichen? Ich schleiche mich einfach mal von hinten an. Freunde, ihr geht offensiv drauf, probiert die Goldfischkanone frontal zu erobern und ich gehe von hinten dann die ganzen Gegner da wegsnappen, die die ganze Zeit einfach nur ganz fixiert wahrscheinlich auf die Kanone drauf feuern, um sie aus ihrer Barriere zu befreien. Oder zu lösen, besser gesagt. So, da ist einer, oder? Hat er nur was rübergeschmissen? Nein, das ist wirklich einer. Okay. Ich würde dich gerne mal einfangen. Dankeschön. Zumindest habe ich ihn noch mitbekommen. Das heißt, so ein One-on-One-Kill war das.
Wer auch immer gerade den Goldwisch hat. Ich hätte gedacht, da stürmt schon wieder direkt drauf los, weil der von irgendwen geführt wurde, aber leider nein. Ich hätte gelacht, wenn es so gewesen wäre. Weil irgendwie ist in dieser Lobby gerade alles möglich. Was mich sehr freut übrigens. Zumindest bei unserem Team ist alles möglich. Der hat ein Schild. Lieber ein bisschen fernhalten davon. Komm. Spürbombe. Hat die ihn erledigt? Nein, nicht wirklich. Und ich habe jetzt fast keine Till mehr. Ah, vielleicht könnte ich die damit. Oder auch nicht. Dann eben mehr nicht. Trifft es wer hin? Auf jeden Fall hat es einen guten Geleitschutz gegeben für die Operations Goldfisch-Kanone. Komm. Stürm. Weg mit euch. Direkt frontal drauf. Weg mit dir. Wir haben ihn. Nein! Freunde, was macht ihr da? Ihr macht nichts gut. So gut. Komm. Wow. Ey, dass der Sniper jetzt wirklich so hier herumhampelt die ganze Zeit. Ich würde sagen, ich schnappe mir die jetzt einfach mal. Und gehe dann nach oben, oder? Komm. Digga. Yes. Oh. Das muss wehtun. Das muss sowas von wehtun. Oh. Also ich wäre jetzt nicht gerne in der Haut meiner Gegner. Alter, die rackern sich hier die ganze Zeit so ab. Schaut mal auf die KDs von denen da unten. Die hauen raus, was nur geht, und wir räumen einfach immer so ab. So Batch. Brille Vielmann. Kaboom. Oder besser gesagt, Celle Vielmann. Alter, Hammer. Und wenn es beim nächsten Mal wieder so läuft, dann würde ich sagen, haben wir den nächsten Rangaufstieg sicher. Ihr wisst gar nicht, wie schnell mein Herz gerade eben schlägt, Mann. Der Adrenalinschub ist real, Freunde. Wow. Okay, wieder auf der Schollensiedlung. Wenn wir es jetzt wirklich wieder schaffen sollten, direkt den Goldfisch einzulochen, ich würde uns sowas von feiern und der Part wäre dann einfach nur legendär. Ich meine, wir befinden uns nicht mehr auf niedrigem Niveau. Wir schwimmen aktuell schon auf Rang A herum und sind wahrscheinlich dann, wenn es jetzt wirklich so klappen wollte, oder sollte besser gesagt, wie ich es mir vorstelle, gleich auf Rang A+. Was schon mal eine komplett neue Liga ist. Es ist nur ein einzigen Rang unter dem S-Rang, der dann schon eine ganz andere Sache ist, so eine ganz neue Sache. Okay, ich färbe einfach mal schon mal provisorisch ein bisschen ein. Und probiere den so hier wegzusnappen. Gut. Der hat einen Luna-Blaster. Oder allgemein Blaster. Kam ein bisschen zu schnell. Ich hätte den Ferner noch abfeuern sollen. Schade. Aber ich hätte gedacht, ich krieg den noch. Und dann geht's richtig zur Sache, wenn wir dann auf Rang A+ sind und uns dann wieder dem Rang S annähern, weil bei A+ können viele einfach schon Rang S sein, die einfach einmal abgestiegen sind und dann direkt wieder aufsteigen wollen, mit vorkommen, weil das sind auch die meisten, weil die einfach sagen, okay, komm, ein Match verloren, bin ich wieder Rang A+, dann mache ich wieder ein bisschen so ein einziges Match und bin dann wieder auf Rang S aufgestiegen, weil die meisten machen das dann sogar provisorisch oder mit Absicht, wenn sie dann ungefähr bei S mit 8 Punkten sind, weil wenn sie dann von Rang A+ wieder aufsteigen, haben sie ja automatisch schon wieder Rang S mit 30. Und als Rang S kriegt man, glaube ich, nur 5 oder Punkte oder so. Deswegen lohnt es sich da eher abzusteigen. Ich hoffe, ihr habt so halbwegs verstanden, was ich gemeint hatte. Falls nicht, dann sorry, aber besser kann ich es gerade nicht erklären, weil ich mich ein bisschen mehr auf das Match hier an sich konzentrieren will, weil es so aussieht, als ob die Gegner jetzt doch noch ein bisschen was reißen könnten. Wow. Okay, du machst mir hier nichts mehr, kleiner Freund. Da vorne ist er. Habe ich den jetzt unnötigerweise den platziert? Ich glaube nicht. Der trifft den noch, oder? Der ist vorbeigeschwommen. Nein. Kill ihn. Na also, du bist besser, Mann. Puh. Adrenalinschub des Todes. Okay, du hast den. Komm hier hoch. Komm hier hoch. Schwimm, Digga. Schwimm. Am besten hier direkt an der Wand hoch und... Ich muss den ablenken. Kommt er nach unten zu mir, oder... Er wurde schon erledigt. Gut. Einfach hier nach unten durch, würde ich sagen, oder? Komm. Okay. Und. Komm, weiter vor. Yes, wir haben die Führung und... sorry, ich konnte ihn nicht mitnehmen, aber... Perfekt gemacht. Ach, nur da schickst du noch einen hinten. Na, die Golfkanone ist gerade wieder in leeren Händen. Aber, wow. Wir haben die Führung wieder so schnell hergeholt, also... Der Part ist einfach nur legendär. Freunde, falls euch genauso sehr gefällt wie mir, drückt bitte am Ende einen Daumen nach oben drauf. Weil ich glaube, das hat er echt verdient. Das sage ich fast gar nicht, aber hey, das ist einfach so... Alter, wie wir hier raushauen. Okay, gleich mal vorspringen zu der Operation Goldfischkanone und... Schauen, wo ist der Gegner da vorne? Und hier war einer.
Schnapp ich mir mal ganz kurz. Okay, jetzt haben sie uns wirklich umsingelt. Schade. Die wollen es anscheinend echt nicht auf sich sitzen lassen, viermal nacheinander gegen uns zu verlieren. Ich weiß warum, also ich würde es auch nicht gerne auf mir sitzen lassen, aber hey, es ist aufgenommen. Ihr seid ein paar drin. Seid doch froh. Ihr könnt dann live für mich eine Freude machen. So nachträglich zum 1. April nochmal. Da stehen zu bleiben, war ein bisschen risikoreich. Aber ich hätte gedacht, er würde gleich wieder weggehen, der Tenditan von ihm. Nein, nein, nein. Perfekter Gewichtschutz hat er. Er hat perfekten Geleitschutz. Es geht nicht klar, das geht nicht klar, das geht nicht klar, das geht nicht klar, das geht nicht klar. Oh, ihr seid die Besten. Oh. Komm. Komm, 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 komm. Nein, 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 weg damit. Nicht gut, nicht gut. Not so good, not so good, not so good. Gar nicht so gut. Nein. Bitte haut nicht raus. Oh, komm. Das könnt ihr doch nicht machen. Nein. Harder Stuff. Ah, ich habe gerade so den Adrenalinschub, das könnt ihr gar nicht glauben. Leute, Freunde. Das glaubt ihr gar nicht. So, weg mit euch. Wie viel hat jetzt gekillt? 2? 3? Auf jeden Fall haben wir noch eine Minute Zeit und können deswegen nochmal ein bisschen näher der gegnerischen Base vorrücken. Ich meine, 17 Punkte ist jetzt auch nicht so schwer zu erreichen. Ich habe es ja gerade eben gesehen. Die haben es auch in einem Rush durchgeschafft. Die war gut platziert. Hattest du den Haftbomben-Bombenmagel? Nee, den gibt's gar nicht beim Tendertech. Wow. Okay, war gut gelegt. Kann man nichts dagegen sagen. Die hat mich schon zurecht mitgenommen. Okay, weg mit dir. Warum seid ihr immer zu zweit am Start? Wirklich? Okay, was heißt immer? Das sind sie gerade wahrscheinlich zum ersten Mal oder zum zweiten Mal. Auf jeden Fall muss ich vorjumpen zu dem und dann gemeinsam. Kommt, wir schaffen das. Die Goldfischkanone darf jetzt bloß nicht wieder zurückgehen. Dann ist alles klar, wirklich. Okay, komm, einfach mal alles umwerben. Wir kriegen das noch hin. Ich weiß zwar nicht, wo die Kanone an sich ist, aber ich glaube irgendwo hier unten. Komm. Nein, das ist irgendwo da oben abgehauen. Oder hier. So, weg mit dir. Perfekt. Goldfischkanone. Da oben, hier. Hinfernen. Komm nach vorne. Nice. Komm. Yes. Mach. Yes. Booyah. Wow. Ist das real? Ist das echt? Bist du real, Digga? Bist du real? Nee, du bist Madrid, aber hey, trotzdem. Wobei ist eigentlich dasselbe Real Madrid, sorry. Oh, tschüss. Ey, ich habe mich noch nie so sehr drüber gefreut, in einem Party einfach einen Rangaufstieg zu erleiden. Erleiden? Alter. Okay, ich würde sagen, ich verabschiede mich von euch. Das war ein genialer Part. Mein Rang hat sich eh verändert, deswegen muss ich die Lobby verlassen. Die geniale Lobby, mit dem ich hier einfach durch dick und dünn gewesen. Ich kann gar nicht mehr sprechen. Auf jeden Fall, ihr wisst, was ich sagen wollte. Genialer Part. Haut rein und ciao. Euer Feuerstachel.